Der amtierende OB Frank Neupold geht zum 31. Dezember 2019 in seinen verdienten Ruhestand, 2 Jahre vor dem Ende seiner Legislaturperiode. Daher durften die Crosswigger in diesem Jahr ein drittes Mal von ihrem demokratischen Wahlrecht Gebrauch machen. Wer dachte, die Crosswigger seien vor dem dritten Wahlgang in diesem Jahr mittlerweile wahlmüde geworden, der irrte. Immerhin 52,8% der Wahlberechtigten machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Das waren zwar 9,4% weniger als noch zu den Kommunalwahlen im Mai, aber insgesamt 13,8% mehr als zur letzten OB-Wahl 2015. Nur 2 Kandidaten bewarben sich letztlich um das Oberbürgermeisteramt der großen Kreisstadt Coswig. Einerseits der 47-jährige Thomas Schubert, parteilos, Kämmerer und Bürgermeister der Stadt. Andererseits der 33-jährige AfD-Stadtrat David Steinmann. Ja, ich bin heute Morgen aufgestanden, etwas später als in den letzten Tagen. Der Wahlkampf war sehr zehrend, da war meistens um 5 Uhr Beginn. Heute war es mit 6:30 deutlich entspannter. Meine Verlobte ist die kommende Woche beruflich in Frankfurt unterwegs. Insofern habe ich den Tag heute genutzt, um noch ein bisschen entspannte Stunden mit ihr zu verbringen. Also die Wahllokale hatten eher auf, als ich überhaupt aufgestanden bin. Ich durfte heute etwas länger schlafen und ich konnte auch länger schlafen, weil ich jetzt nie wirklich da heute früh aufgeregt war. Und nachdem ich dann mich zu Hause um den Haushalt gekümmert habe, das Mittagessen fertig zubereitet habe, sind wir heute nach dem Mittagessen wählen gewesen in Köthen in meinem Wahllokal. Sind heute Nachmittag, haben wir zu Hause noch Kaffee getrunken und seit 5:30 habe ich dann zu Hause das Haus verlassen und den Ergebnissen entgegengesehen. Dem AfD-Kandidaten wurden im Vorfeld der Wahl nur geringe Chancen eingeräumt, gegen den parteilosen langjährigen Finanzbürgermeister Schubert am Ende zu gewinnen. Allerdings gab es auch Stimmen, ob dem AfD-Kandidaten nicht doch vielleicht eine Überraschung gelingen könnte, aufgrund des weiteren Aufwindes der AfD. Auch rückblickend auf die Stadtratswahlen in Coswig und die Landtagswahlen in Thüringen. Von insgesamt 17.422 Coswiger Wahlberechtigten gaben letztlich 9.191 ihre Stimme ab. Punkt 18 Uhr schlossen die Wahllokale und es begann die mit Spannung erwartete Stimmenauszählung. Als die ersten Auszählungsergebnisse im Rathaus eingingen und im Foyer öffentlich gemacht wurden, war relativ schnell klar, wohin die Reise geht. Bekam Steinmann in Sonnewitz noch etwas über 31% und Brockwitz 30,3%, sackten die Stimmenanteile dann im weiteren Verlauf klar unter die 25%-Marke. Besiegelt war das Ergebnis nach Auszählung der Briefwähler, immerhin 2.775 an der Zahl. Am Ende setzte sich der Favorit klar durch. Thomas Schubert, parteilos, erhielt 77,4% der Wählerstimmen. Ein klares Votum. Sein AfD-Gegenpart bekam dagegen nur 22,6% Stimmenanteil. Ich bin mit dem Wahlergebnis natürlich hochgradig zufrieden und ich bin aber auch mit dem Wahlkampf sehr zufrieden, vor allen Dingen mit dem Echo, was ich erhalten habe in verschiedensten Gesprächen, ob nur in dem Wahlforum vor 300 Leuten als auch in Gesprächen unter 4 Augen, die man da durchaus hatte, bin ich sehr positiv gestimmt gewesen, wie viele doch Bürger von Coswig sehr positiv einschätzen. Auch das, was alles geworden ist, mit dankbar annehmen. Natürlich gibt es auch Hinweise, wo wir noch besser sein können. Das wollen wir doch gerne auch aufgreifen. Dort, wo sich was machen lässt, da kann man ja ein paar Ziele haben, diese dann auch zu verbessern. Ich habe aber auch viel Verständnis bei den Bürgern gehört für Dinge, die nicht wären, weil wir gar nicht zuständig sind und Ähnliches. Viele wissen das manchmal gar nicht. Insofern waren sie auch sehr aufgeschlossen, solche Worte zu hören. Als der Nachfolger von OB Neupold im Rathausfoyer mit seiner Gattin eintraf, er hatte die Entwicklung im Börsenrestaurant verfolgt, war ihm die große Freude über den Wahlsieg anzusehen. Einer der ersten Gratulanten war Amtsinhaber OB Neupold, der dem Wahlgewinner als Anerkennung einen großen Blumenstrauß überreicht. Vielleicht noch 3 Worte von mir jetzt noch an alle, die jetzt da sind. Erstmal vielen Dank für Ihr zahlreiches Kommen, für die viele Unterstützung, sowohl heute Abend als auch im gesamten Wahlkampf. Das hat mich sehr gefreut, dass ich doch so viel Zuspruch auch von verschiedenen Leuten, die heute hier anwesend sind, bekommen habe. Egal, ob das aus der Familie ist, aus dem Freundeskreis oder von Kollegen, die man aus welcher
Gelegenheit her kennt. Es freut mich das Ergebnis. Es hat sich sogar nochmal verbessert. Insofern kann ich frohen Mutes hier im neuen Jahr das Amt antreten. Ja, ich bin sehr zufrieden, dass der Herr Schubert gewonnen hat. Natürlich mit so einem klasse Ergebnis, wie es jetzt gerade hier hinten an der Wand steht, mit 77,4%. Das ist natürlich toll. Ich kann mich nur bei allen Wählern bedanken, die hier diesen Schritt gegangen sind und eben das Kreuz beim Thomas Schubert gemacht haben. Denn ich denke, das ist ein wirklich guter Fachmann. Und der wird die Stadt auch in den nächsten Jahren gut über die Hügel bringen, die sich ja immer mal auftürmen. Es gab ja sehr gute Zeiten, die ich durchlebt habe. Und ich drücke den Daumen, dass die Zeiten auch weiterhin so gut sind mit der finanziellen Ausstattung und alles, was man sich so wünscht. Aber auch Vertreter der Unterstützerparteien waren gekommen, um zu sehen, ob sie denn auf den richtigen gesetzt haben. Darunter Bernhard Krömer, CBL-Stadtrat und Fraktionschef des Bündnisses für ein nachhaltiges Coswig. Ich hatte intuitiv was dagegen, dass hartes Wort ein Ungelernter die Geschicke der Stadt übernimmt. Wir haben keinen Berufsabschluss feststellen können beim Bewerber. Aber das soll jetzt nichts gegen Herrn Steinmann sein. Ich selber habe auch 2 Oberbürgermeisterwahlen verloren. Ich weiß eventuell, wie es ihm geht, aber es ist für Coswig in der Summe wirklich das Beste. Coswig hat es nicht verdient, dass dieser erfolgreiche Kurs abrupt ein Ende findet. Wenn Herr Schubert nicht gewählt worden wäre, wäre ja auch seine berufliche Zukunft in der Stadtverwaltung selber. Also Coswig hätte einen Experten verloren. Und das hat Coswig einfach nicht verdient. Jetzt, wo wir in wenigen Wochen, in wenigen Tagen schuldenfrei sind, dann soll er auch die Früchte seiner Arbeit jetzt auch ernten. David Steinmann dagegen verfolgte mit seiner Verlobten den Wahlausgang im Gasthaus Altes Museum. Er war nach dem feststehenden Endergebnis nicht mehr in das Rathaus gekommen. Erstmal bin ich erfreut darüber, dass die Wahlbeteiligung sehr hoch ist. Ich hatte vor der Wahl gesagt, ich finde es wichtig, dass die Wähler eine Chance haben zu wählen. Und das bedeutet, dass es mehrere Kandidaten geben soll. Dass es nur knapp über 20% geworden sind, ist schade. Aber wenn ich mir anschaue, was von Seiten des Gegenkandidaten durch Involvierung des sächsischen Ministerpräsidenten oder des Landtagspräsidenten an Manpower zusätzlich da war, auf das konnte ich nicht zurückgreifen. AfD-Ministerpräsidenten sind derzeit noch rar. Und brauche ich mich, glaube ich, auch mit dem Ergebnis nicht zu verstecken. So enttäuscht bin ich gar nicht. Ich habe nie ernsthaft mit meinem Sieg gerechnet. Ich bin angetreten, um eine Wahlalternative zu bieten zu Herrn Schubert. Das war mir wichtig. Ich habe ein klar sachliches, konstruktives Programm gehabt, mit dem ich mich den Wählern angeboten habe. Das wird für mich auch weiter Anspruch sein, diese Programmatik in der Coswiger Stadtpolitik umzusetzen. Da werde ich mir Partner suchen müssen. Das wäre als Oberbürgermeister auch nicht anders gewesen. Traurig sein muss ich nicht, vielleicht sogar ein bisschen erleichtert, weil ich, das hat sich in der Spitzgrundmühle ja schon gezeigt, so ein bisschen um diesen Kelch drumherum komme, 7 Jahre einer versammelten Einheitsfront von mir vielleicht nicht unbedingt nur wohl positiv gegenüberstehenden Personen gegenüberzustehen. Sein neues Amt wird Finanzbürgermeister Thomas Schubert voraussichtlich am 1. Januar 2020 antreten und das dann für die nächsten 7 Jahre als Oberbürgermeister der großen Kreisstadt Coswig.